Yo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Genesis. So Leute, da sind wir und ich habe gerade schon mal ein paar Vorbereitungen gemacht. Ich habe noch mal eben 7 Bolas hergestellt und ich würde sagen, wir gehen heute mal auf die Suche nach einem Direwolf. Wir nehmen uns Jazz mit, die anderen beiden Kanus, die bleiben einfach mal hier in unserer schönen Base, die wir ja letztens gebaut haben. Und ich habe festgestellt, der Spino, der kann einfach über die Mauern drüber laufen. Heißt, der muss dieses Tor hier gar nicht benutzen. Also hätte eigentlich auch so ein ganz normales kleines Steintor gereicht, aber na gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Da seht ihr das, dass ich weiß auch nicht, wie sie das macht. Naja gut, sie ist wahrscheinlich einfach viel zu groß. Na gut, in welche Richtung waren wir denn noch nicht? Wir haben nach Süden noch ein bisschen offen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal da links und schauen, ob wir da was finden. So, wir haben auf jeden Fall 278 Narkopfeile. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Fleisch habe ich auch ein bisschen dabei. Notfalls ist in Jazz, glaube ich, auch noch was drin. Ja, da ist noch eine ganze Menge drin. Da haben wir auch noch Hammelfleisch. Ich weiß gar nicht, ob das bei Direwolves noch besser wirkt. Okay, das hört sich schon wieder nach so einem fetten Schneesturm an. Oder so einem Erdbeben oder was auch immer das darstellen sollte beim letzten Mal. Sehen tue ich allerdings noch nichts. Hier ist auch noch ein Ankylo. Den könnte man sich theoretisch auch holen. Aber ich glaube, der ist nur gut für Steinfarmen, ne? Da kriegt man gar nicht so viel Eisen und so weiter raus. Wir haben es jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr weit bis zum Rande der Map. Also, gibt es hier überhaupt Wölfe in Genesis oder sind die hier nicht vorhanden? Ich meine, wir haben schon mal ein, zwei gesehen. Aber normalerweise triffst du die einfach in Rudeln, dickfett in diesem Schneegebiet. Normalerweise kannst du hier keine 100 Meter gehen, ohne auf einen Wolf zu stoßen. Jo, wie tief geht's denn da bitte runter? Hier waren wir vor allem auch schon mal, ne? Ich glaube, unsere Chancen werden hier nicht besser. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde einfach mal nachschauen, ob man nicht irgendwo eine Spawn-Map findet. Kleinen Moment. Okay, also laut der Spawn-Map sollen die ganz rechts im Schneegebiet sein. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Na dann, Jazz, bahnen wir uns mal einen Weg. Und bitte fall da nicht runter. Bitte nicht. Ich krieg dich dann nie wieder raus aus dem Loch. A few moments later. Oh nein, sie ist runtergefallen, oder? Scheiße. Ja, sie ist da unten. Kacke, so ein Dreck. Ah, ich glaube, da hinten dürfte ich irgendwo einen Weg finden. Hoffentlich. Ach scheiße, den Sprung überlebe ich doch nicht. Hier, das meinte ich, diese Erdbeben. Was ist das? Was machen die überhaupt? Ich meine mich zu erinnern, dass ich beim letzten Mal fast mittendrin stand und da ist nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, ich muss es riskieren. Oh, Gott sei Dank, Jazz. Sie hat mich aufgefangen. Sehr pflichtbewusst. Mach den mal bitte weg. Er, der mich noch tötet. Jazz. Kommst du klar? Was machst du denn da? Guck mal, hier ist er. Hier, ich zeig dir, wie das geht. So. Na, sie hat schnell gelernt. Okay, wir müssen darüber. Da sind jetzt gerade wieder ein Haufen Teris. Heißt, wir versuchen mal, die ein bisschen zu umlaufen. Aber ich glaube... Ja, da hinten ist auch schon wieder einer. Alter, was da los ist? Warum sind das hier eigentlich immer so eine scheiß Berge? Ich will bitte mal zum Boden zurück. Guck mal, da hinten, da geht's ja immer weiter. Das ist einfach ein mega fetter Abgrund. Oh, ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Jazz, willst du nochmal runtergehen und mich auffangen? Oh Gott! Oh! Alter! Gut, dass ich so viele Leben habe. Okay, hier ist also der Rand der Map. Gut zu wissen. Und in die Richtung müssen wir für die Wölfe. Oh! Die Viecher sind eigentlich auch ganz geil. Diese komischen T-Rexe oder was auch immer das sein soll. In der Schneeversion. Davon könnte ich mir eigentlich auch mal einholen.
brauche ich aber wieder eine geeignete Position. Wölfe. Komm. Jess, du musst aus dem Weg. Du darfst sie jetzt nicht töten. Okay, Schlafsack. Und die Bolas. Wo sind die Wölfe hin? Die waren doch gerade hier. Warte mal, ist das da vorne einer? Ja, da ist einer. Oh nein, der stirbt gleich. Oh. Oh Gott, ich sterbe. Ah, okay. Er ist in Jazz reingerannt. Na, dann ist er selber schuld. Ist hier noch irgendwo einer? Ey, wenn hier nicht so viele Teris wären, ne? Das ist halt so das Ding. Oh nein. Jazz? Nein. Ach komm! Ey, wenn der jetzt stirbt. Komm. Los, lass mich respawnen. Ach nö, warum sind hier zwei Schlafsäcke? Ach komm. Wenn mir jetzt mein Spino drauf geht, ne, dann ist doch schon wieder vorbei. Ach, komm her. Gib mir meine Ausrüstung. Nein. Warum bin ich bewusstlos? Was hat mich da jetzt angegriffen, was mich bewusstlos macht? Ist das schon wieder ätzend. Warum spiele ich Genesis nochmal weiter? Ich weiß es nicht. Okay, ich lebe wieder. Bin aber auch gleich wieder tot, deswegen jetzt erstmal ein Schlafsack. Ach Mann. Gerade habe ich es gesagt. Na gut. Gott sei Dank ist da noch ein anderer Schlafsack. Ich hoffe, ich komme da schnell genug wieder hin. Bevor ich erfriere, meine ich. Da sind Wölfe. Allerdings jagen die gerade. Die werden wahrscheinlich jetzt gleich sterben. Hallo. Okay, da sind sie noch. Es sind nur halt leider ein bisschen zu viele. Ja, bis ich erstmal einen davon gestunt habe. Ja, jetzt werden die doch getötet, oder was? Guck mal, der ist gebolert. Ach nö, was willst du denn jetzt? Ey, scheiß Agentavis, verpiss dich. Okay, der liegt. Sehr schön. Mal schnell Hammel rein und gucken, ob es funktioniert. Oder? Nee, geht nicht. Der frisst kein Hammel. Scheiße. Jess, hast du noch Prime Meat? Kein Prime Meat. Schade. Ey, wag es nicht, den jetzt anzugreifen, der da liegt. Das lässt du mal schön. Okay, das könnte ein Weilchen dauern. Aber dann haben wir schon mal den ersten. Mit dem Compound-Bogen geht das recht schnell. Hallo. Boah, der hat aber gar nicht mal so viel Leben. Gewicht ist auch nicht so doll. Also drauf reiten werden wir wohl erstmal nicht. Diesen komischen Rex, da hätte ich ja Bock. Aber da muss ich erstmal irgendwie mir einen sicheren Platz für meine Dinos suchen. Da einen Schlafsack platzieren und dann mal probieren, den zu zähmen. So, und du gehörst jetzt zur Gruppe. Jawohl, ja! Da müssen wir uns bloß noch einen Namen überlegen. Das mache ich aber später. Wer weiß, ob der überhaupt überlebt. So, dann lasse ich euch beide einfach mal hier. Und gehe mal gucken, ob ich noch was anderes finde. Achso. Schlafsack wäre nicht schlecht. Oh, da ist er wieder. Soll ich den einfach mal probieren? Ich meine, viel zu verlieren habe ich jetzt eh nicht. Der fightet eh gerade gegen den Bären. Oh, das geht aber ganz langsam hoch bei ihm. Oh, shit. Jetzt hat er Bock. Los, leg dich hin. Ah, kann ihn bitte mal irgendjemand ablenken? Scheiße. Lauf. Hier, nimm das Pferd, nicht mich. Oder hier, nimm das Vieh. Okay, hat einigermaßen funktioniert. Okay, ein bisschen zurückweichen.
Nein, nimm ihn! Nimm ihn, wirklich, nimm ihn! Scheiße. Er tötet mich. Hm. Naja, ein Versuch war's wert. Oh. Hä? Hä, ich hab da einen Schlafsack platziert. Nee. Hä, ich hab da einen Schlafsack platziert. Warum ist da keine Respawn-Möglichkeit? Das soll wohl ein Witz sein. Ich hab da ganz eindeutig einen Schlafsack platziert. So, okay. Dann bin ich wieder da. Und muss jetzt bloß irgendwie an mein Zeug kommen. Möglichst ohne zu sterben. Ich muss da wirklich nur ganz kurz ran. Oh, shit. Hilfe! Ach Junge, kannst du nicht mal wen anders angreifen? Komm, gib mir mein Zeug! Gib mir mein... Ach du kleine Missgeburt. Ey, komm. Lass meine Viecher in Ruhe, ja? Wenn der meinen Wolf tötet, dann ist wieder... Dann sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Was macht er da? Nein, du kleine Missgeburt. Jetzt stirbst du. Ist mir egal. Dann zähme ich dich halt nicht. Nein! Och Mann. Warum denn mein Wolf? Warum denn ausgerechnet den Wolf, ey? Okay, dann suchen wir jetzt wieder nach einem neuen Wolf. Ist doch auch was Schönes. Guck mal, hier sind jetzt gar keine Viecher. Warum habe ich sowas nicht mal, wenn ich auf Wölfe treffe? Ey, irgendwie mag ich die Landschaften in Genesis nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, guck dir das an. Was ist das hier? Einfach alles voll mit steilen Klippen. Wer will denn in so einer Map spielen? So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwie wieder hier hochkommen. Wahrscheinlich nämlich nicht. Ich meine, notfalls gibt es immer noch die Möglichkeit, uns einfach wegzutepen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Arktis, so in Richtung Norden. Dann kommen wir vielleicht wieder zurück zur Base. Dann müssen wir den Wolf irgendwann anders holen. Ja, sehr schön. Heute wurde mal wieder gar nichts erreicht. Ich denke mal, in der nächsten Folge baue ich dann vielleicht... Vielleicht baue ich nochmal ein bisschen an der Base weiter. Farm zwischendrin nochmal. Und mache dann schon mal den Turm oder so, dass wir die Base hier einmal fertig haben. Dann können wir danach vielleicht nochmal auf die Suche nach einem Wolf gehen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch schon das nächste Biom an. Denn ganz ehrlich, irgendwie, ja... Holt mich das Schneegebiet hier doch nicht so ab. Normalerweise bin ich da ja immer voll Freund von, aber... Irgendwie ist das Design hier ganz komisch in Genesis. So, Jazz, kommst du jetzt bitte durch das Tor? Wie dumm ist dieser Dino? Na ja, gut, so geht's auch. Aber gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns an der Stelle beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.